Hallo Community, wir sind's von Trader Online Video, Julian. Tag. Und ich, der Micha. Ja, das Ultra Pro Zubehör zu Innistrad Mitternachtsjagd ist da. Wir stellen's euch vor mit Verlosung. Viel Spaß. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Ja, diesmal ohne Lieferverzögerung oder beinahe ohne Lieferverzögerung ist es dann schon kurz nach Release da. Ja. Wir sehen schon die erste Playmat. Die ist schon schick. Ne? Gleich werden wir noch weitere zeigen. Aber erstmal kommen wir mal zu schönen anderen Zubehörartikeln, nämlich dem Binder zum Beispiel. Starten wir mal damit. Wir haben hier einmal den klassischen Ultra Pro Binder mit 20 Seiten, 18 Pockets, hält also Platz für 360 Karten. Ne? Mit richtig coolen Werwolf-Motiv. Sieht sehr cool aus, ja. So, und von innen kennen wir es, dass praktisch ja die Karten seitlich reingeschoben werden hier. Ne? Und von der Rückseite haben wir ein cooles Magic-Symbol. Ja. Ja, ich kenne mehrere Spieler, die sammeln Magic entsprechend so. Ne? Genau, da haben wir aber nur die Dreier, da haben wir nur die Dreier-Slots. Es gibt jetzt auch noch eine Nummer größer. Da haben wir nochmal einen Ultra Pro Binder. Der hat jetzt auch wieder 20 Seiten, hält aber bis zu 480 Karten. Und da kannst du natürlich auch richtig fett reinsammeln. Haben wir entsprechend hier nochmal den Innistrad Mondzyklus abgebildet. Steht auch schön Innistrad Midnight Hunt auf der Seite hinten drauf. Ne? Ja. Sehr, sehr nice. Sehr cool. Ja, hier auch nochmal. Und das ist natürlich auch perfekt, weil jetzt haben wir hier vier Slots, um entsprechend, da würde ich das ganze Set reinzusammeln. Wenn man sagt, ich gehe auf Playsets, ist das eine super, super Sache. Den hat Jenner sich auch gegönnt. Ja, der ist auch echt cool. Ja, also sprich, da habt ihr auf jeden Fall eine schöne Möglichkeit, einfach passend zum Set eure Karten reinzusammeln. So. Dann gibt es aber, es sind richtig coole Rutsche. Also was ich jetzt gerade schon gesehen habe bei der Vorbereitung des Videos, wir haben richtig coole Deckboxen, die immer die alternativen Artworks haben. Also einfach so einfach anders aussehen, was mich persönlich schon abholt. Das sind immer jetzt 100 plus Kartendeckboxen. Ne? Und wenn wir sie umdrehen, haben wir also immer nochmal diese Showcase-Varianten, Grafiken. Sehr cool. Die ich auch richtig, richtig gut finde. Hm? Stimmt, ja. Und das haben wir jetzt auch noch in Form der Sleeves. Jetzt holt mich richtig ab. Also. Oh ja. Ne? Also richtig einfach ja. Werwolf-Style in diesem Showcase-Frame. Dieses klassische, das ist richtig, richtig gut. Ich weiß gar nicht, welches Motiv mir am besten gefällt. Hier haben wir dann einfach eine Landschaft, ist es, ne? Irgendwie. Da aber auch mit dem Schatten, ne, irgendwie. Frag mich nicht, frag mich nicht, was es ist. Ich glaube, das ist irgendwie so. Hier aber wieder. Keine Ahnung. Hier auf jeden Fall wieder den nächsten. Hier auf jeden Fall wieder den nächsten Werwolf. Ja. Das sind ja immer 100 Karten, Standardgröße. Und ich mache mal die Boxen weg, um noch mehr die Sleeves zeigen zu können. Richtig coole Motive. Also die finde ich, ich stehe da voll drauf auf diese Werwolf-Sachen. Die sind alle so düster aus. Mal richtig düsteres Sleeves. So ein bisschen, ja, so ein bisschen bunter. Ist halt auf einmal gut. Ne? Ne? Aber finde ich richtig klasse. Also für mich auch wirklich so die Sleeves, die mich seit wir Ultra Pro Zubehör vorstellen, eigentlich so mit am meisten abgeholt haben, ist, weil es einfach dieses Horror-Thema ist. Also stehe ich drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Welche findest du am meisten? Oh, ich weiß gar nicht. Ich kann mich auch nicht entscheiden. So zwischen den beiden, glaube ich. Ja, die finde ich auch richtig cool. Ja. Ne? Also entweder wir verlosen eine bei der Packung Sleeves oder wir haben hier gleich noch Deckboxen mit Sleeves. Was möchtest du verlosen? Deckboxen mit Sleeves. Deckboxen mit Sleeves. Okay, dann gehen wir mal von den Motiven weg. Ne? Schreibt ihr nachher mal in die Kommentare, was euch am besten gefällt. Aber dann räumt du mal die Sleeves Deck, denn so, wir haben passend zu den Commander Decks, kam nämlich auch wieder dieses Deckbox mit 100 passenden Sleeves. Und da haben wir einmal für das Zombie Deck entsprechend hier die Box oder für das Menschen Deck. Welches sollen wir öffnen? Welches sollen wir verlosen? Die Zombies natürlich. Ja, klar. Ne? Okay, gut. Dann öffnen wir das Zombie-Deck. Ne? Also sprich, da kommt jetzt einmal Dr. Messer, ist ja zu Dr. Skalpell geworden. Aber einmal ganz vorsichtig und einmal ein kleiner Schnitt. Muss man öffnen.
So, denn das ist ja auch nochmal richtig cool. Wir haben ja die Commander-Decks geunboxed, haben auch schon damit gespielt. Gerade das Zombie-Commander-Deck ist der Hammer. Ne? Ja. Das Menschendeck hat aber auch den Sieg davon getragen. Zumindest in einem Match. Also da müssen wir nochmal gucken, wir werden dann nochmal wieder mitspielen. Ja. Ne? Und hier habt ihr schon mal eine richtig, richtig coole Deckbox halt generell. Natürlich mega passend für das Zombie-Deck. Und habt da entsprechend dann auch innen drin. Also so sehen die anderen Deckboxen auch aus. Also ihr habt immer praktisch hier nochmal einen Trenner in der Mitte. Könnt hier so reingreifen. Und hier habt ihr entsprechend, dann guck mal, die sind seitlich angelegt, habt ihr dann entsprechende Sleeves. Ne? Von Utopo auch richtig, richtig nice. Hol mal eine Packung raus. Die sind ja immer im Eclipse-Style. Das heißt, die sind mittlerweile, matt, ne, und entsprechend hier auch so gut reißfest geformt, dass da nichts dran passiert. Also da entsprechend ist Ultra Pro ja auch gerade mit der Magic-Lizenz ganz, ganz vorne dabei. Ne? Und dann sagen wir so, also dieses Package verlosen wir auch, sagen wir, ne? Genau. Das ist entschieden. Okay, ne, dann könnt ihr also entsprechend da das jetzt hier gewinnen. Ihr nehmt an der Verlosung teil, wenn ihr den Kanal abonniert oder abonniert habt, das Video liked und kommentiert. Da wünschen wir euch schon mal viel, viel Glück. Ne? Und generell ist es einfach richtig mega stylisch, wenn man sein Commander-Deck halt so zockt in passenden Zombiehöhlen. Das macht das Ganze natürlich dann rund. Ne? Sehr cool. Noch runder macht's aber, wenn du entsprechend auf den Spielmatten spielst. Hier ist das schon, haben wir Ren and Seven. Und natürlich auch einfach jetzt ein bisschen, jetzt haben wir Ultra Pro, hat natürlich einfach dann jetzt die Kartengrafiken auf den Playmats, also passend zum Werwolf, zum Innistrad-Setting, da einfach gut Bilder wieder ausgewählt. Kommen wir zum nächsten Jahr, ne? Ja. Gut. So, da sehen wir wieder. Sieht auch cool aus. Nice, ne? So ein enger, ja. Finde ich auch. Also ist einfach praktisch für jeden Spielertyp ein bisschen was dabei. Mhm. Ja, hier einfach ein bisschen wieder. Also das ist ja, also das wird ja einfach, Jenna wird dieses Thema ja spielen wollen, also Menschen, Engeln wird sie ja spielen. Du sagst, was willst du jetzt spielen? Werwölfe, okay, gut. Und ich muss dann gucken, also entweder will ich irgendwas mit Menschen und Dämonen bauen oder irgendwie mit Menschen oder mit Zombies, mal will ich mal gucken. Na, so. Wir haben uns ja schon die ersten Einsteiger-Decks gebaut. Da könnt ihr auch schon sehen, die Duelle auf Twitch sind schon gelaufen. Beim nächsten Mal zocken wir wieder Commander, aber die Duell-Videos wie die Deckvorstellungen gehen jetzt bei uns auf dem Kanal dann einzeln hoch. Und da haben wir ja günstige Einstellungen gebaut. Ja. Und das ist für mich so eine richtig, richtig coole, klassische Playmate. Die kannst du immer wieder rausholen. Die finde ich auch echt super, so Halloween-Style-mäßig. Ja, ne? Halloween-Style mit Magic. Sieht sehr, sehr cool aus. Die gefällt mir echt. Ja. Ne? Und die ist also auch einfach zeitlos, finde ich. Stimmt, sehr gut gemacht. Also ist auch eine meiner Favoritenmatten. Aber das müsst ihr entsprechend selber mitentscheiden. Also wie gesagt, schreibt gerne mal in die Kommentare, was euch am besten gefällt. Ne? Denn wie gesagt, die Mattmotive sind ja doch immer unterschiedlich. Hier wieder Matte in deiner Lieblingsfarbe. Mhm. Ne? Definitiv, ja. Wo du auch nochmal den Mondzyklus siehst und den Teferi. Stimmt, ja. Aber blau sagst du... Ja, für blauen Spieler ist das bestimmt eine coole Matte. Ja, einfach, dann weißt du schon mal, was Attacke ist. Ja. Ne? Darfst du es oder darfst du es nicht? So, jetzt hier für die Rotspieler. Wieder eine schöne Feuer-Phönix. Krasse Artwork-Matte. Einfach eine kräftige Farbe. Er strahlt auf jeden Fall. Ja, die strahlen richtig. Also die Farben kommen ja bei euch im Video, denke ich mal, gut rüber. Also hier, es gibt immer einen sehr guten Eindruck, auch wie unterschiedlich die Matten einfach von der Farbintensität, vom Stil her halt sind. Ne? Also wie gesagt, für jeden was dabei. So, nächste? Ja. Gut, das ist dann die vorletzte. Es kann wieder sein, ob das jetzt wieder so die Matte ist, die praktisch alle am meisten abholt, weil es halt natürlich die Katzenmatte ist. Die Katzenmatte, die ist super. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist jetzt zum ersten Mal aufgefallen, weil das Motiv ja größer ist, dass du hier so eine Geistkatze hast. Das habe ich gar nicht gesehen gehabt. Ich hab immer nur auf die anderen Katzen geachtet und ich habe die Geisterkatze gar nicht richtig gesehen. Ich habe irgendwie auf das Essen geachtet, habe auf die Katzen geachtet, aber die Geisterkatze, die ist mir jetzt beim Aussehen der Matte erstmal so richtig bewusst geworden. Hm. Einfach. Ja. Oder diese Grumpy Cat von der Seite, die ein bisschen so diese Verschwörerkatze hinten. So, ich finde, die Katze guckt so ein bisschen so, was? Ne? Also, die Katzenmatte. Es ist ja immer limitiert, also wenn die weg sind, sind sie weg. Ne? Und also insofern irgendwie wartet da nicht so lange, wenn euch was gefällt, einfach direkt bestellen, dann geht da das safe. Jetzt das Motiv. Habe ich auch noch ein bisschen aufgehoben. Ne? Das find ich halt auch richtig, richtig cool. Weil das einfach, so ein zeitloses Horrormotiv halt auch einfach. Ne? Das Monsterhaus finde ich persönlich auch richtig, richtig cool. Ne? Einfach für dieses dunkle Innistrad-Thema. Sieht sehr cool aus, ja. Ne? Ist sehr cool. Ist blau gehalten, hat aber nichts mit blau zu tun. Unbedingt. So, keine Ahnung. Ja. Ne? Ist einfach so ein bisschen Horrormotiv. Auch eine sehr, sehr schöne Playmat. Ja.
Cooles sehr, Zubehör, sehr cool. Muss ich sagen. Also hat mich schon sehr, sehr abgeholt. Richtig coole Produkte, richtig coole Sleeves, coole Artworks auf den Matten, auf den Deckboxen, auf den Ordnern. Ja, tolle Sache. Mega, ne? Nice, also tobt euch aus. Und wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, was eure Lieblingsmotive sind, ne? ob ihr auch so geflasht seid von dem Zubehör zu Innistrad Mitternachtsjagd. Ja, und dann sind wir schon raus. Wünschen euch viel, viel Freude mit Innistrad Mitternachtsjagd, Ultra Pro. Und wie gesagt, gebt gerne ein Like, schreibt einen Kommentar, gebt gerne ein Abo. Dann sehen wir uns, Leute. Bis dann. Tschüss. Tschüss.